wie lang sind diese Dachsparren von dem Haus, wenn jeder 40 cm übersteht. Auch da, dieser Überstand beträgt 40 cm. Nennen wir die Länge der Dachsparren S. Und um solch eine Länge herauszufinden, braucht man nur den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck anzuwenden. So finden wir diese Länge L und brauchen zu dieser Länge L dann hinterher nur noch die 40 cm zu addieren. Und somit haben wir die Länge S. Um den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck anzuwenden, brauchen wir diese Kathetenlänge, die ist angegeben, das sind 5,4 Meter. Und wir brauchen auch diese Kathetenlänge, die wir aber nicht kennen. Was wir wissen ist, dass diese Kathetenlänge die Hälfte von dieser diagonalen Länge ist. Also werden wir zuerst diese diagonalen Länge bestimmen. Das machen wir durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck und nennen die diagonalen Länge d. Der Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck ergibt also d im Quadrat gleich 11 im Quadrat plus 8 im Quadrat. Die Distanz d ist also die Quadratwurzel von 11 Quadrat plus 8 im Quadrat. Diese Rechnung geben wir dem Taschenrechner auf, also Quadratwurzel von 11 im Quadrat plus 8 im Quadrat, Enter, das ist die Quadratwurzel von 185, der Dezimalwert beträgt ungefähr 13,6. Diesen Wert übertragen wir hierhin, somit kennen wir schon mal diese Diagonale, also auch ihre Hälfte. Jetzt wenden wir den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck an, das heißt, dieses L im Quadrat ist gleich zu 5,4 im Quadrat plus diese Kathetenlänge, das heißt, diese Zahl geteilt durch 2, im Quadrat. Daraus schließen wir, dass die Länge L gleich zur Quadratwurzel von dieser Summe sein muss. Auch diese Rechnung geben wir dem Taschenrechner ein. Ich mache ein bisschen Platz. Quadratwurzel von 5,4 im Quadrat plus 6,80074 im Quadrat. Enter. Der Taschenrechner findet 8,68 und ein paar gequetschte. Diesen Wert übertragen wir hierhin. So. Das ist also die Länge von da bis da. Zu dieser Länge L müssen wir noch 40 cm addieren, um die Sparrenlänge herauszufinden. Aber Vorsicht mit dieser 40, alle Maße sind in Meter angegeben, also müssen wir auch diese Zentimeter zuerst in Meter umwandeln. 40 cm, das sind 0,4 Meter, also um S herauszufinden, nehmen wir diese Länge L plus 0,4. Und somit finden wir als Sparrenlänge 9,08390 Meter. Und die Aufgabe ist schon beendet.